Ihr habt mittlerweile 35 Lektionen hinter euch und ich habe euch ein kleines Wiederholungsdiktat vorbereitet. Es bezieht sich auf alles, was wir von Lektion 14, 15 bis einschließlich der letzten Lektion gemacht haben. Die Wörter solltet ihr also einigermaßen kennen. Wie immer, wenn ich zu schnell lese, ist das kein Problem für euch. Ihr drückt auf Stopp, spult ein bisschen zurück und hört euch das, was ich lese, in Ruhe noch ein weiteres Mal an, so oft ihr wollt. Ich fange mit dem ersten Satz an. Ist das dein Großvater oder dein Onkel? Ist das dein Großvater oder dein Onkel? Ist das dein Großvater oder dein Onkel? Der zweite Satz. Das ist nicht mein Großvater und nicht mein Onkel. Das ist nicht mein Großvater und nicht mein Onkel. Das ist nicht mein Großvater und nicht mein Onkel. Der dritte Satz. Bist du verheiratet und hast du Kinder? Bist du verheiratet und hast du Kinder? Bist du verheiratet und hast du Kinder? Der vierte Satz. Nein, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe drei Kinder. Nein, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe drei Kinder. Nein, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe drei Kinder. Der fünfte Satz. Welche Zutaten brauchen wir für den Salat? Welche Zutaten brauchen wir für den Salat? Welche Zutaten brauchen wir für den Salat? Der sechste Satz. Für den Salat brauchen wir Spinat, Tomaten, Gurken, Karotten, Öl, Salz, Pfeffer und Zitrone. Für den Salat brauchen wir Spinat, Tomaten, Gurken, Karotten, Öl, Salz, Pfeffer und Zitrone. Ein letztes Mal. Für den Salat brauchen wir Spinat, Tomaten, Gurken, Karotten, Öl, Salz, Pfeffer und Zitrone. Der siebente Satz. Was kostet ein Liter Milch und eine Packung Butter? Was kostet ein Liter Milch und eine Packung Butter? Was kostet ein Liter Milch und eine Packung Butter? Der achte Satz.
Der Liter Milch kostet 1,99 €. Und die Packung Butter kostet 2,50 €. Der Liter Milch kostet 1,99 €. Und die Packung Butter kostet 2,50 €. Der 9. Satz. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Der 10. Satz. Es ist 3:15 Uhr. Es ist 2:45 Uhr. Es ist 3:15 Uhr. Es ist 3:15 Uhr. Es ist 2:45 Uhr. Es ist 3:15 Uhr. Ein letztes Mal. Es ist 3:15 Uhr. Es ist 2:45 Uhr. Es ist 3:15 Uhr. Der 11. Satz. Was machst du vormittags 11 Uhr und abends 22 Uhr? Was machst du vormittags 11 Uhr und abends 22 Uhr? Was machst du vormittags 11 Uhr und abends 22 Uhr? Der 12. Satz. Vormittags 11 arbeite ich. Abends 22 Uhr sehe ich fern. Vormittags 11 arbeite ich. Abends 22 Uhr sehe ich fern. Ein letztes Mal. Vormittags 11 arbeite ich. Abends 22 Uhr sehe ich fern. Satz Nummer 13. Unsere Wohnung hat 3 Zimmer, ein Bad mit Dusche, eine Toilette, eine schöne Küche und einen kleinen Flur. Unsere Wohnung hat 3 Zimmer. Ein Bad mit Dusche, eine Toilette, eine schöne Küche und einen kleinen Flur. Unsere Wohnung hat 3 Zimmer. Ein Bad mit Dusche, eine Toilette, eine schöne Küche und einen kleinen Flur. Satz Nummer 14. Was kostet diese Wohnung warm und kalt? Was kostet diese Wohnung warm und kalt? Was kostet diese Wohnung warm und kalt? Satz Nummer 15. Die Kaltmiete ist 444 € im Monat. Die Nebenkosten sind 200 € im Monat. Die Warmmiete ist also 644 € im Monat.
Die Kaltmiete ist 444 Euro im Monat. Die Nebenkosten sind 200 Euro im Monat. Die Warmmiete ist also 644 Euro im Monat. Ein letztes Mal. Die Kaltmiete ist 444 Euro im Monat. Die Nebenkosten sind 200 Euro im Monat. Die Warmmiete ist also 644 Euro im Monat. Satz Nummer 16. In meinem Wohnzimmer befindet sich ein Schrank, ein Tisch, drei Sessel, zwei Stühle, drei Regale, eine Couch und ein Fernseher. In meinem Wohnzimmer befindet sich ein Schrank, ein Tisch, drei Sessel, zwei Stühle, drei Regale, eine Couch und ein Fernseher. Ein letztes Mal. In meinem Wohnzimmer befindet sich ein Schrank, ein Tisch, drei Sessel, zwei Stühle, drei Regale, eine Couch und ein Fernseher. Satz Nummer 17. Der, die und das sind die bestimmten Artikel. Ein und eine sind die unbestimmten Artikel. Der, die und das sind die bestimmten Artikel. Ein und eine sind die unbestimmten Artikel. Satz Nummer 18. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und 357.000 Quadratkilometer. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und 357.000 Quadratkilometer. Satz Nummer 19. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Und der letzte Satz für heute. Meine Hobbys sind in den Bergen wandern, Tennis spielen, schwimmen, tanzen und lesen. Meine Hobbys sind in den Bergen wandern, Tennis spielen, schwimmen, tanzen und lesen. Meine Hobbys sind in den Bergen wandern, Tennis spielen, schwimmen, tanzen und lesen. So, meine Lieben, das war sehr viel. Und hier habt ihr die Auflösung. Ich lese euch alles nur einmal schnell vor. Ist das dein Großvater oder dein Onkel? Das ist nicht mein Großvater und nicht mein Onkel. Bist du verheiratet und hast du Kinder? Nein, ich bin nicht verheiratet, aber ich habe drei Kinder. Welche Zutaten brauchen wir für den Salat? Für den Salat brauchen wir Spinat, Tomaten, Gurken, Karotten, Öl, Salz, Pfeffer und Zitrone. Was kostet ein Liter Milch und eine Packung Butter? Der Liter Milch kostet 1,99 Euro und die Packung Butter kostet 2,50 Euro. Wie spät ist es? Es ist 3:15 Uhr, es ist 2:45 Uhr.
Es ist 3:15. Für diese Uhrzeit hier könnt ihr alle drei Alternativen verwenden. Was machst du vormittags um 11 Uhr und abends um 22 Uhr? Vormittags um 11 Uhr arbeite ich, abends um 22 Uhr sehe ich fern. Unsere Wohnung hat drei Zimmer, ein Bad mit Dusche, eine Toilette, eine schöne Küche und einen kleinen Flur. Was kostet diese Wohnung warm und kalt? Die Kaltmiete ist 444 Euro im Monat, die Nebenkosten sind 200 Euro im Monat, die Warmmiete ist also 644 Euro im Monat. In meinem Wohnzimmer befindet sich ein Schrank, ein Tisch, drei Sessel, zwei Stühle, drei Regale, eine Couch und ein Fernseher. Der, die und das sind die bestimmten Artikel, ein und eine sind die unbestimmten Artikel. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und 357.000 Quadratkilometer. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Meine Hobbys sind in den Bergen wandern, Tennis spielen, schwimmen, tanzen und lesen. So. Das war eine sehr anstrengende Lektion für heute. Es kommen wieder leichtere. Ich verabschiede mich von euch. Auf Wiedersehen.